Hallo Leute, 90% Erfolg. Was ist das? Ich sage das, weil ich einige Fragen gelesen habe, auch Kommentare und auch habe ich diese Fragen auf LinkedIn bekommen. Haben Sie eine Strategie mit 90% Erfolg? Aber was bedeutet das? Was ist das, dieses 90%? Es ist klar, dass die Leute, die das fragen, nicht eine große Kenntnis von Trading haben. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal 90% bedeutet 90% Profits in einem Jahr. Jahr vermute ich, oder Monat sogar noch. Zweites ist 90% Win Rate, das heißt 90% von den Trades ist in Gewinn und nur 10% Verlierer. Okay, also 90% in einem Jahr ist sicher zu viel, in einem Monat gibt es gar nicht. Okay, Moment. Es gibt schon die Möglichkeit, dass einmal im Leben Sie 90% in einem Monat schaffen. Aber das ist nicht, dass Sie eine Strategie haben, die 90% am Monat schafft. Einmal kann es passieren, irgendwas kann passieren, wo Sie auch sogar noch so viel Glück hatten, 90% zu gewinnen. Aber das ist sicher nicht die Regel. Also es kann nicht 90% jeden Monat klappen. Also das existiert nicht. Und auch in einem Jahr ist es sicher nicht einfach. Aber das 90% Win Rate, das heißt 90% von den Trades ist in Gewinn, ja, das kann wohl sein, aber da braucht man ein sehr breiter Stop-Loss, okay? Und geringe Take-Profits, zum Beispiel Take-Profit 3 Punkte und Stop-Loss 50, okay? Dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich diese 3 Punkte in einer Bewegung schaffe und sehr kleine Wahrscheinlichkeit, dass es 50 Punkte entfernt geht. Und in dem Fall kann ich 9 Trades aus 10 in Gewinn schließen. Aber wenn mein Verlierer kommt, der frisst alles weg. Das Geld, was ich so weit gewonnen habe und noch mehr. Okay, es gibt Strategien, die man so aufbauen kann. 90% geht um die Typologie oder Strategie und das Win-Loss-Ratio. Typologie bedeutet eine Trend-Following-Strategie, die für Longer-Term-Trend-Following geht. Diese hat eine sehr kleine Treffquote, Win-Rate, zum Beispiel 25-30%, weil sie sehr oft ausgestockt wird. Aber wenn es klappt, dann hat man sehr große Gewinne und die schaffen sehr gutes Geld. Eine Counter-Trend-Strategie, wo man eine kleine Bewegung sucht, eine Reaktion oder sowas, diese arbeitet mit kleinere Take-Profits und breitere Stop-Loss. Diese kann auch bis 90% Treffquote haben, aber sicher nicht mit 50-50 Win und Loss. Es ist klar, dass die Profits sehr klein sein werden und das einmalige Verlust sehr groß. Wenn man aber diese Strategie baut, muss man natürlich so schlau sein, dass man eine positive Expectancy hat, also dass dieses große Verlust nicht die neuen Gewinne löscht. Das ist aber, ich meine, man kann nicht so doof sein, dass man schon von einer Strategie, die verlustet, startet. Mindestens auf Papier sollte die Strategie zeigen, dass auch wenn dieses Verlust-Trade kommt, bleibt immer noch Geld in unsere Taschen. Wer sollte diese nutzen? Diese Strategie soll diese Leute nutzen, die nicht gerne verlieren. Keiner verliert gerne, aber es gibt Leute, die natürlich mehrere Verluste akzeptieren, wenn sie wissen, dass sie dann einmal ein großes Gewinn erfahren können. Diese Trend-Following zum Beispiel Leute. Andere, die akzeptieren einfach nicht zu verlieren. In dem Fall ist es besser, eine Strategie zu haben, die nur einmal in einer Weile verliert, obwohl sie dann dort sehr viel verlieren kann. Man muss natürlich bereit sein, dieses große Verlust zu akzeptieren. Nicht, dass man dann Stop-Loss löscht und wartet und hofft. Das ist sehr gefährlich. Also, 90% ist immer noch sehr hoch. Ich meine, ich habe Counter-Trend-Strategien, die mit 75-80% arbeiten. 90 habe ich einige, aber nur auf Papier. Die nutze ich nicht, weil ich die nicht mag. Die sind extrem ein bisschen. Aber es kann sein, wenn Sie so eine Strategie entwickeln können und nutzen können, das ist absolut fein für mich. Es kann absolut funktionieren. Aber größere Verluste sind dabei und die muss man akzeptieren. Das muss man wissen. Das war's. Sie können meinen Kanal abonnieren oder drücken Sie mal ein Like zum Video, wenn Ihnen das gefallen hat.
Und wenn Sie abonnieren, werden Sie auch in der Zukunft alle neue Inhalte sofort sehen können, weil Sie dann wissen werden, wie es, wie die ganze Geschichte aussieht. Diese Woche haben wir gesehen, ob es eine 90% Treffquote geben kann oder generell was 90% Gewinn bedeuten kann, was und auch was nicht. Diese Strategie mit 90% Profits in einem Jahr, die sehe ich ein bisschen schwierig. Und nächste Inhalte weiß ich noch nicht, aber sicher werden die auch interessant sein. Ciao Leute, ciao von der Unger aus Italien.